wir müssen gucken, dass wir für die nächsten Generationen was schaffen, was Attraktivität bedeutet und dass die auch Lust haben, das weiter zu pflegen. Die neuen Medien einfach nutzen und nebenbei im Grunde genommen diese historische Atmosphäre atmen. Dass ich also wirklich sofort, wenn ich reinkomme, denke, ach, ich bin ja eigentlich wie in meinem eigenen Wohnzimmer und fühle mich hier zu Hause. Das Wichtigste überhaupt ist, dass man erstmal das Gebäude zu begreifen lernt. Mein Name ist Uwe Ballhorn. Ich bin Inhaber der Architekturwerkstatt Ballhorn Weber Kahauf aus Paderborn. Mein Name ist Katrin Stroth. Ich leite die Stadtbibliothek Paderborn, bin für verschiedene Dinge zuständig, unter anderem Konzeptionierung der Open Library. Das Adam-und-Eva-Haus war mal ein Gewerbebau, es ist Wohngebäude, es ist Museum gewesen. Man muss ganz deutlich sagen, das Adam-und-Eva-Haus ist rund 450 Jahre alt. Mein Name ist Thomas Günther, ich bin Denkmalpfleger der Stadt Paderborn. Viele Paderborner kennen es aus der Kindheit noch. Interessanterweise hat das Gebäude den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden, aber 1972 ist der Dachstuhl komplett abgebrannt und das Hinterhaus. Die Stadt hat das Gebäude gekauft Mitte der 70er Jahre und hat das Museum für Stadtgeschichte integriert und hat in dem Zusammenhang die Statik des Fachwerkgerüstes nochmal gesichert durch ein Stahlgerüst und hat dann auch diesen Krüppelwalm wieder rekonstruiert. Mein Name ist Kerstin Lohmann. Ich betreibe einen kleinen Second-Hand-Laden, bin hier ansässig im Ükern. Es ist das eins der schönsten oder das schönste Haus und es wird also auch von Touristen immer angesteuert. Die Paderborner lieben das Adam-und-Eva-Haus und das hat einen ganz besonderen Charme. Diese Historie von diesem Haus spürt man auch, wenn man durchläuft. Und dann natürlich die Schnitzereien, die letztendlich Bilder erzählen. Das Bild, was dem Gebäude auch den Namen gibt, das ist sicherlich auch das, was den Bürgern im Kopf bleibt, wenn sie an das Adam-und-Eva-Haus denken. Wir haben uns ja für diese Open Library Technik entschieden. Das heißt, einerseits können die Bürger frei in die Bibliothek gehen, aber sie können auch selber gestalten, was halt inhaltlich in dieser Bibliothek passieren soll. Mit dieser neuen Nutzung wird es uns möglich sein, dieses Gebäude auch am Leben zu halten. Am meisten freue ich mich darauf, dass die Paderborner mitgestalten können. Da war uns wichtig, dass wir den Raum wirklich als Raum erhalten. Ein Denkmal ohne Nutzen ist im Grunde genommen ein totes Denkmal. Insofern ist es selbstverständlich, dass es als Denkmal gepflegt und auch genutzt wird.